Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei RDS17 hier auf der Karte Hof Altenstein. Wir spielen auf der PlayStation 4 und der Stau hat sich zum Glück aufgelöst. Und wir können unseren Schmuckenanhänger, der ein bisschen Farbe vertragen könnte, nach Hause bringen. Aber naja, was macht man nicht alles, wenn es billig ist, ne? Wobei ich ja noch hoffe, dass wir im Februar den alten Hof verkaufen und uns dann unsere Kohle hier reinfließt. Wo ich jetzt schon wieder riesen Respekt habe vor dem Mischen des Futters. Ich kann mir das aber nicht merken. Vor allem jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, weil ich ja noch loses Stroh habe, wollte ich gerade sagen. Aber wir haben noch so ein paar Ballen rumstehen. Die könnten wir natürlich dann auch verwenden, ne? Das wird ja auch gehen. Ich überlege gerade, haben wir Heubein, ihr Typ? Bin jetzt gar nicht sicher. So, den müssen wir gleich mal abladen. So, die Klappen kann man ja hier öffnen. Ja. Hier Heuballen gemacht? War das nicht so? Oder hatte ich nur Gras gemäht? Hier sind auch noch ein paar Ballen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Deko ist. Wir können mal mit unserer Maschine gucken. Keine Information. Keine Information. Warte, guck mal beim Opa. Nee. Nee, ich will halt nicht nur wissen, ob die Beine gemessen werden. Damit wir halt sehen, ob das da hinten jetzt Deko war oder nicht. Hm? Ja. Gut, dann ist das auch nur Deko. Schade. Ja. Nu, jetzt haben wir kein Heu. Das ist doof. Aber könnte man hier auch gleich machen. Das andere Feld müsste ja soweit auch schon fertig sein. Einstreuen kann ich jetzt. Kann ich das Ding mitnehmen? Ich weiß nicht, ob das der kleine Traktor jetzt hier packt. Die ist schon so ein bisschen komisch mit der Schaufel aus. Da könnt ihr gerne mal Kommentare dazu dalassen. Ist das noch so realistisch? Oder sagt ihr, hey, nee, das geht mal gar nicht. Ich glaube, das geht nicht. Noch mal im Shop gucken, ob es von den Gewichten her. Vielleicht war ja bei dem Traktor auch was dabei. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Ach, guck. Fiat. Ne, aber wird ja nicht. Fiat Trattori. Das werden die anderen Traktoren sein. Ne? Das ist der Massey Ferguson, das ist auch für hinten. Gibt mir noch so ein 1000 Kilo Gewicht, aber es ist auch viel zu groß. Ich glaube, den kannst du hinten nicht dran machen. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das geht, sonst. Das haben wir schon eins. Ne, wir behelfen uns so. Das wird schon irgendwie gehen.
Ich bin gespannt, ob der hier mit der Höhe von dem Mischwagen zurechtkommt. Ach, und ich wollte mal gucken, mal Feld 2, weil Bolti meinte, ob wir das vergessen haben eventuell. Mit einsehen. Was ist denn Feld 2 überhaupt? Nee, Feld 2 haben wir nicht vergessen. Feld 2 ist doch die Wiese jetzt, ne? Oder? Bin ich jetzt völlig... warte mal, gucken wir mal hier. Feld 2. Ist da echt nichts drauf? Nee, die Wiese ist... Doch, das war unsere Wiese hier. Klar. Da müsste eigentlich, sollte dann Gras wachsen. Wenn wir jetzt hier Gras nochmal anstellen. Warte mal. Zack. Ja. Das war Gras. Also nichts vergessen. Jetzt gucken wir mal hier. Ah, das sieht schlecht aus, oder? Ist aber nicht so schlimm, wir können ja auch vorne haben wir ja dieses eine Teil, wo wir dann gut was reinschmeißen können, wenn wir jetzt hier die Mistkarre wegziehen. Das können wir auch schlecht machen. So, könnten es aber hier auch nochmal probieren. Ich hätte hier gerne stehen, was das für Früchte sind. Ich kann das schon wieder nicht identifizieren, was das jetzt sein soll. Soll das jetzt einfach nur Häckselgut sein? Dann können wir das ja sowieso nicht benutzen. Ich glaube, ich könnte es gerade wieder auskippen. Ich kann ja mal gucken, ob die Kühe das wollen. Ein bisschen hochfahren. Nee, das ist, ja, Häckselgut dann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das verschwinden wird. Aber ich kann es damit auch nichts anfangen. Ich kann es ja nicht zudecken, ne? Klar, das ist alles, was ich machen kann. Ich könnte es einfach mal hier hinschütten und dann gucken wir mal, was passiert damit. Ob das weniger wird oder nicht. So, auch hier nochmal. Nee. Alles fake. So. Gruppe geht. Das können wir dann nicht erstmal wieder wegpacken. Na, es wird doch nie gegeben, es passt nicht. Schiebe ich den einfach mal andersrum rein.
So, dann können wir mal ein Gewicht von vorne. Und dann holen wir uns mal die Strohpuste. Ich habe so das Fass da, aber es ist im Prinzip sehr egal. Müssen wir denn überhaupt schon einstreuen? Oder ist irgendwas anderes ist noch wichtiger? Kühe. So. Na, Körnermais muss rein, ne? Und Raps und Sojabohnen bei den Schweinen. Okay. Trotzdem müssen wir das Ding jetzt mal aus dem Shop abholen. Nochmal gespannt, wie das Ding funktioniert. Ja, Planung im Kopf habe ich übrigens, ob wir eventuell den Drescher verkaufen sollten. Und ich meine, so oft, ja, erst recht durch den Jahreszeiten steht das Ding ja sehr viel rum, ne? Was nicht sinnvoll wäre, dass wir sagen, okay, verkaufen. Und dann halt mieten, wenn Bedarf ist. Oder halt den alten Drescher von der alten Karte rüberholen, ne? Ich glaube, der wäre dann ein bisschen billiger im Unterhalt. Das hebt er immer noch ab, jetzt hier mit dem... Gibt's doch gar nicht. Ist ja so schwer. Was haben wir denn jetzt für ein Gewicht? Welche Gewicht hatten das jetzt? Warte mal. Lass uns mal gucken. Das Fass hat. Steht nur 550, also 550 Kilo. Hm. 1100. Sonst muss ich hier so mal dazu nehmen. Farbe würde ich jetzt auch in. Ja, zum Steier passend könnten wir es auch wieder. Obwohl, ist auch nicht. Im Prinzip ist es Wurst, ne? Weil zum anderen soll es ja auch passen. Also nehmen wir mal ein dunkles Grau hier. Zack. Jupp. Ich hatte hier schon wieder was rumstehen, aber was willst du machen? Oder Trick 17. Warte mal. So. Das gut geht, ich weiß es nicht. Könnt ihr euch denken, was ich vorhab. Den da drauf, YouTube. Wenn man sich Fahrtwege sparen will, muss man kreativ werden. Geht natürlich nicht, ne? Schade. Ist noch ein bisschen. Warte mal. Ein Versuch noch. So. Könnte schon fast hier ein bisschen groß sein, aber mal zum Pflügen oder so ist ja auch nicht verkehrt. Naja, schwankt jetzt
Ja, jetzt rutscht noch ein bisschen vor. Warte mal, ein bisschen bremsen. Ich will es jetzt eigentlich nicht zumachen, weil ich will es ja nicht, dass das da hinten dann so reinkullert. Jetzt kriegen wir den wieder raus. Das passt schon. Huch. Ah. Vorsichtig fahren, dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Hauptsache der Zaun ist ganz geblieben. Schau mal lieber über das Feld. Ja, so kreative Ideen, die führen oft zu Unfällen, YouTube. Komm schon, du schaffst das. Komm. Ich beug mich gerade nach vorne, damit das Gewicht verlagert wird. Mann, Mann, Mann. Alles nicht so einfach, ne? Boah! Ich meine, hier lassen können wir auch hier den Strudel aufladen und ich versuche dann mal das Fass da rauszukratzen mit dem Frontlader. Hm. Ja, ich kann ja auch hier bleiben. Ich habe jetzt eh keinen Frontlader, da muss dann der Holztack da machen. Gut, wir sind erstmal durch. Ich danke euch fürs Zuschauen und nur nicht anschalten, dann ist das Ding gleich komplett Schrott. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Dann sehen wir uns auch morgen ganz bestimmt wieder. Ist auch mal so ein bisschen der Daumen, so ein bisschen, hey, das Projekt ist neu, okay, das gefällt uns noch und macht doch bitte weiter, ne? Wir werden auf jeden Fall, wenn diese 20-Uhr-Geschichte jetzt den Tag dann wieder überspringen, wir hier schnell vorankommen und ja, dann bin ich mal gespannt auf den ersten Sommer und dann auch die Ernte, die irgendwann ansteht und vor allem, wie beschäftigen wir uns, ne? Haben wir genug zu tun? Und, aber ich mache mir da nicht keine Gedanken, genug Ideen habe ich, YouTube. Macht's gut, ciao!